Hallo alle miteinander, in diesem Update ist tatsächlich kein einziger Carlsen-Manga vertreten, deshalb beginnen wir direkt mit Egmont und als erstes hätte ich hier Infection, die Bände 2 und 3. Muss sagen, dass die Reihe ein Stück weit für mich High School of the Dead ersetzt und ja, der Reihe noch immer nicht das Wasser reichen kann, aber zumindest ist es seit langem mal der erste gescheite Ersatz, einfach weil es sehr frustrierend für mich gewesen ist, dass es ja nicht bei der Reihe weiterging, beziehungsweise sie abgebrochen wurde, bedauerlicherweise. Aber ich muss sagen, Infection ist sehr interessant. Der Fanservice hier ist sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt und vor allem extrem provokant. Deshalb, ja, bringt es mich ein bisschen aus dem Konzept. Das kann ich aber als einziges negativ dem Manga anlasten. Ansonsten bin ich ein sehr großer Fan von der Reihe. Dann geht es weiter mit Namida Usagi Tränenhase Band 2. Irgendwie wurde ich noch immer nicht mit den Charakteren oder der Story warm, obwohl die Reihe nur 10 Bände beinhaltet, das steht auch nochmal hier hinten dran. Ich würde, wenn ihr meint, dass es die Reihe wert ist, nochmal den dritten Band kaufen, aber momentan, ja, bin ich nicht wirklich überzeugt. Dann geht es weiter mit Perfect World Band 1. Ich habe zum Glück auch ein paar Bände mehr. Die Reihe ist ja recht fortgeschritten und gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ich hink aber ein Stück weit hinterher und muss das natürlich schleunigst mal wieder aufholen. Ich würde mich gern mal informieren, wie ihr die Reihe findet. Die Bände sind relativ schmal, kosten dafür aber leider ja 7 Euro. Aber ich finde die Reihe, wie gesagt, super, super süß. Deshalb kaufe ich sie auch weiterhin gerne. Dann geht es weiter mit Zerrissene Seelen Band 2. Die Reihe habe ich ein Stück weit vernachlässigt, obwohl sie nur 3 Bände beinhaltet. Ist eher etwas für zwischendurch, weil es mich nicht, ja, komplett vom Hocker reißen konnte, aber mir trotz dessen gut gefällt. Dann geht es weiter mit Kase, leider nur durch einen einzigen Manga vertreten, und zwar Tokyo Ghoul Re Band 13. Ich bin noch immer zu bescheuert gewesen, mir den 10. Band zu kaufen und ich habe jetzt endlich mal eine vollständige Liste an Mangas, die ich noch benötige und ganz oben steht eben der 10. Band. Ich weiß beim besten Willen nicht, wieso ich hier drin rumblätter, einfach weil ich ja noch vom Stand her bei Band 9 stehen geblieben bin. Auf jeden Fall, bitte spoilert mich nicht. Der nächste und damit auch letzte Verlag wäre Tokyo Pop. Als erstes hätte ich hier 1001 Nights Band 6. Ich finde die Reihe recht gut, aber mich stört es einfach ungemein, dass die Bände 7 Euro kosten, dafür jedoch so, so schmal sind. Und deshalb greife ich immer seltener zu der Reihe, kaufe sie mir optional eher ja, gebraucht und werde das auch weiterhin beibehalten. Dann geht es weiter mit 2 Novel und zwar zu Black Bullet. Ich hätte hier einmal die Nummer 5 und dann die 7. Die habe ich mir im Übrigen gebraucht gekauft, beziehungsweise als Mängelexemplar, einfach weil ich nicht einsah, 10 Euro für so einen unglaublich schmalen Novel auszugeben. Also ich finde das sehr ärgerlich, dass es teilweise so vom Lesestoff variiert. Aber ich muss natürlich wissen, wie es weitergeht, deshalb, ja, kann ich leider nicht auf einen Manga oder Anime ausweichen. Band 5 war aber auch wieder mal extrem interessant gewesen. Ich müsste mir noch Novel 6 kaufen, um endlich mal die 7 in Angriff zu nehmen. Aber wie gesagt, ich habe eine Liste und die werde ich auch auf jeden Fall abarbeiten. Dann geht es weiter mit Café Liebe Band 1. Bedauerlicherweise konnte mich der Manga nicht ansatzweise überzeugen. Ich habe jedoch durchweg dasselbe Problem beim Lesen von Yuri-Mangas. Und zwar, ja, wirken die Charaktere immerzu sehr oberflächlich dargestellt und auch die Story bzw. deren Werdegang, ja, hinterlässt keinen bleibenden Eindruck, einfach weil die Tiefe fehlt und dementsprechend geht das alles sang- und klanglos an mir vorbei. Hier erstmal das Extra und zwar die Shoujo-Card. Jedoch würde ich mich gerne mal zurück zum Thema bei euch informieren, ob es dort eine Girls Love-Reihe gibt, die ihr besonders gut findet oder die ihr mir weiterempfehlen könntet, einfach weil das Genre wirklich gar nicht bei mir vorhanden ist, wegen den eben genannten Problemen. Und ja, ich bin eigentlich immer sehr breit gefächert aufgestellt und für alles offen, deshalb würde ich mich da freuen, wenn mir der ein oder andere weiterhelfen könnte.
Dann geht es weiter mit Dear Brother. Ich hätte hier mit Band 5 endlich das Ende erreicht, möchte keineswegs signalisieren, dass mir die Reihe nicht gut gefallen hat. Jedoch war das für mich eine gefühlte Achterbahn, weil mir ja der eine Band gut, der nächste schon wieder nicht so gut gefallen hat und so weiter und so fort. Also das hat sich wie ein roter Faden bei mir durchgezogen. Und zum Ende hin muss ich auch zugeben, war es mir zu langatmig gewesen, weil alles sehr offensichtlich gewesen ist. Und deshalb hätte man problemlos nur 3 Bände draus machen können und keine 5. Aber trotz dessen bin ich ganz froh, sie jetzt endlich vollständig bei mir im Regal stehen zu haben. Dann geht es weiter mit School Court. Ich hätte hier die Bände 2 und 3, muss aber offen sagen, dass ich beide Mangas im selben Monat, ja, doppelt gekauft habe, was sehr typisch für mich ist, aber ich bin die letzte Person, die sich beklagen sollte, war ja alles meine Schuld und vielleicht sollten wir zurück zum eigentlichen und vor allem weniger peinlichen Thema. Ich habe die Reihe wegen Bakuman unbedingt kaufen müssen und bereue es nicht. Es ist ein bisschen kindlich gehalten, aber trotz dessen einfach nur super gemacht und anders war es von den Mangakas auch nicht zu erwarten. Bin ein sehr großer Fan und ja, kann es nur wärmstens weiterempfehlen. Dann geht es weiter mit, um Gottes Willen, einem ganz schönen Batzen, The Prince of Tennis Bänden. Und allesamt habe ich sie online ersteigert, gefühlt nur die Hälfte ergattert, die ich haben wollte, weil ich die Gebote genau an dem Tag vergessen habe, als diese eben ausgelaufen sind. Wieder mal sehr typisch für mich, aber ich sollte mich glücklich schätzen, überhaupt welche, ja, bekommen zu haben, einfach weil auch ein paar relativ vergriffene dabei gewesen sind und ich mich recht schwer getan habe, diese zu finden. Naja, zumindest zu einem humanen Preis, sollte man dazu sagen. Ich habe aber besonders eben noch im 30er-Bereich meine Lücken und bei der 40 möchte ich gar nicht erst anfangen. Unser Schlusslicht bildete Einzelband Welt ohne Freiheit, der mich zwar nicht komplett überzeugen konnte, aber ja, zumindest bei Juris relativ weit die Nase vorne hat. Deshalb werde ich mich später auch nochmal ein bisschen mehr über die Mangaka informieren und schauen, ob sie ein paar Bände mehr bei uns im Deutschen hat. Auf jeden Fall war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.